Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Heute ist Freitag, der 25. März 2021. Und ab heute bin ich wieder ein paar Tage solo unterwegs in meinem Leben, nachdem mich in den letzten Tagen meine jüngste Tochter Samira und Freund Waldemar begleitet haben bei kleineren und größeren Unternehmungen, bin ich heute wieder allein auf einer Unternehmung, die mich interessiert und vermutlich auch sehr freuen wird. Ja, drei Dinge, drei Umstände sind in den letzten Tagen nochmal verschärft aufgetreten, die eine Planänderung für mich und gemeinsam mit meiner Tochter Samira notwendig machen, unser ursprünglich angedachtes Reisen bis ans Ende aller Straßen nach Hamningberg in Nordnorwegen. Diesen Plan können wir zunächst mal canceln. Eigentlich wollten wir jetzt zunächst nach Dänemark auf die dänischen Nordseeinseln, Fanø, Rømø zum Strandsegeln. Aber erstens, Umstand Nummer eins. Drei Dinge verhalten sich vollkommen anders, wie planbar für uns überhaupt sie erscheinen. Erstens ist das der Virus, der Coronavirus mit seinen Mutationen, die aktuell unberechenbar erscheinen für uns. Zweitens ist das Verhalten der Politiker immer unberechenbarer für uns. Und drittens auch das Verhalten vieler Mitbürger wird immer unberechenbarer für uns, sodass wir aktuell eigentlich nur Sinnvolles tun können, indem wir uns von allem Unberechenbaren fernhalten. Das heißt, persönlichen Plan machen, wie ich mir einen mich sehr, sehr stark bedrohenden Coronavirus fernhalte. Und das geht eigentlich nur, indem ich mich Menschen fernhalte, Örtlichkeiten fernhalte, Aktionen fernhalte, die dazu führen können, dass ich mich infizieren könnte. Okay, und das heißt aktuell, ich bin mir da mit meiner Tochter Samira sehr einig. Statt großen Brötchen backen wir kleine Brötchen und die finden aktuell schon die ganze Zeit im hohen Westerwald statt. Und jetzt werden wir unseren Aktionsradius ein bisschen erweitern, denn der hohe Westerwald ist relativ klein, aber es gibt noch einen viel, viel größeren Radius im Westerwald bis an den Rhein im Westen, bis an die Sieg im Norden, bis an die Dill im Osten und bis an die Lahn im Süden. Und ja, auch diese Nebenaktionen wie eben Lahn spielen bei unseren Aktivitäten der nächsten Wochen und sogar vielleicht Monate eine Rolle. Und heute fahre ich mal an die Sieg. Ich bin im Siegerland geboren, habe oft in meinem Leben die Sieg gesehen, war als Kind schon unterwegs auf der Sieg mit einem kleinen selbstgebauten Floß, so wie Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Aber mit einem Paddelboot war ich noch nie auf der Sieg und jetzt besteht mal die Gelegenheit, den Unterlauf der Sieg zu erkunden. Quasi die letzten 60 Kilometer von circa 150 Kilometern, die dieser kleine Fluss durch das Siegerland und später durch Rheinland-Pfalz bis zum Rhein läuft. Und das ist jetzt Neuland für mich und deshalb fahre ich da jetzt heute erstmal hin. Sollte es mir dort gefallen, ich möchte dort eine Radtour machen. Es soll einen sehr schönen Abschnitt geben, einen familienfreundlichen Radweg, die letzten 60 Kilometer von Windeck bis kurz hinter Siegburg bis an die Mündung der Sieg in den Rhein. Und da fahre ich jetzt hin. Von hier aus eine Stunde Fahrzeit, 62 Kilometer zum Einstieg einer Radtour, die ich heute geplant habe. Dabei werde ich gleichzeitig eruieren, wo wir dort am besten mit Kanu rein rauskommen und eventuell, wo wir auch mit unserem Penner-Auto eine Nacht oder zwei Nächte übernachten können, fernab von Menschen. Ja, für die Logistik habe ich hier einmal noch herkömmliche Kartenwerk wie früher. Diese Karten waren noch gar nicht im Einsatz. Die habe ich vor einiger Zeit schon mal bestellt, weil Samira hier im hohen Westerwald auch viele Wandertouren geplant hat.
Natürlich gibt es auch online jede Menge interessanter Infos über Radwege, über Paddeln auf der Sieg. Und das habe ich heute auch im Einsatz. Und jetzt muss ich mal unseren Dogtrailer so klein machen, dass er mit auf den Radträger, auf den Radträger am Pennerauto passt. Denn heute nehme ich diesen Dogtrailer mit, denn ich möchte meine Hunde nicht überfordern. Das geschieht schnell mit einem E-Bike. Vorgestern sind wir 42 Kilometer gefahren. Da hatte ich den Dogtrailer auch dabei. Kein Hund wollte rein. Aber nichtsdestotrotz, der Dogtrailer kommt jetzt immer mit bei längeren Touren, dass die Hunde sich auch zwischendurch ausruhen können oder wenn sie irgendwie sich nicht mehr wohlfühlen, dann kommen sie in diesen Trailer und den klappe ich jetzt so zusammen, dass er mit auf den Heckträger meines Autos passt. Ja, so funktioniert das jetzt, denke ich. Kanadier plus Dogtrailer plus E-Klapprad. Wenn ich natürlich nächste Woche mit Samira gemeinsam unterwegs sein werde im Tal der Sieg, dann müssen hier zwei Fahrräder drauf und dann mache ich die Räder vom Dogtrailer ab und dann passen hier auch zwei Fahrräder drauf. So, startbereit, los geht's. Auf zu kleinen neuen Mini-Abenteuern in meinem Mikrokosmos. Ja, eine Runde tanken an der Tanke. Die nächsten Tage werde ich mal wieder ausnahmsweise auch längere Zeit mit Auto unterwegs sein. Und vor allen Dingen hier mit unserem Kanadier-Auto, mit unserem Penner-Auto, wo Kanadier Plus Fahrräder draufpassen und deshalb jetzt voll tanke. Not even no place to go.
my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from a mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Ja, ich befinde mich hier an der Sieg in der Nähe des Siegwasserfalls, habe mich allerdings hier gerade etwas verquanzt und werde ihn gleich noch finden, den Siegwasserfall und auch einen Einstieg zum Radeln. Ja, ich befinde mich hier in der sogenannten im Naturschutzgebiet Siegaue-Schöneck. Und da heißt es, Befahrungsregelung für Kanus. Die Sieg darf mit Kanus, Schlauch und Ruderboden befahren werden. Für eine Befahrung zwischen Windeck und Eidorf ist ein Mindestwasserstand von 55 cm am Pegel Betzdorf Nummer 4 und zwischen Eidorf und der Siegmündung ein Mindestwasserstand von 30 cm am Pegel Eidorf Nummer 5 zu beachten. Die aktuellen Wasserstände können über den Pegeldienst des Kanuverbandes Nordrhein-Westfalen telefonisch unter 0203-738-1651 Bandansage oder im Internet unter www.kanu-nrw.de abgerufen werden. Das muss ich mir gleich mal gut merken. Diese Pegelabfrage werde ich mir jetzt sofort mal in mein Handy einspeichern. So, ich habe mir die Telefonnummer des Nordrhein-Westfälischen Kanuverbandes eingespeichert, wo ich jetzt auf Bandansage den Pegel bekommen müsste. Probieren wir es mal. Na, nichts mit Pegel, wa? Tja, mit der Bandansage hier, das war jetzt schon mal nichts. Vielleicht bin ich zu früh, vielleicht kommt so eine Bandansage erst immer ab Sommer oder so. Egal, aber wie ich sehe, hat die Sieg hier mit Sicherheit aktuell genug Wasser. Auf jeden Fall ist es hier absolut cool und geil und hier werde ich jetzt unser Fahrradanhänger abladen und zu einer Radtour starten. Oh, hier befinde ich mich an einem schönen Schlosshaus und hier direkt ist ein wunderbarer Einstieg, ein wunderbarer Paddeleinstieg. Hier wird im Sommer sicher der Teufel los sein, aber jetzt bin ich hier Mutterseelen alleine und nächste Woche werden wir hier
zu einer Tour starten. Und die Sieg hat hier echt einen zügigen Wasserstand, der mir total gut gefällt. Also anders wie Lahn oder so ist die Sieg hier spritzig, nicht spritzig, aber zügig unterwegs. Herrlich, das ist auf Anhieb genau gefunden, was ich suche, nämlich eine gute Logistik, um hier die untere Sieg per Rad und per Kanu zu erkunden. Super cool hier. Jetzt werde ich erstmal hier noch ein Stückchen runterlaufen, dann lauft ab. Hier war in den letzten Wochen auch ein fettes Hochwasser unterwegs, das sieht man hier an den umgelegten Sträuchern und Ansammlung von Schwemmgut. Flussführer gucken, wo genau ich hier bin und ob hier ein Ein- und Ausstieg überhaupt verzeichnet ist. Das sieht jedenfalls nach einem offiziellen Ein- und Ausstieg aus hier in diesem Naturschutzgebiet. Und das muss ich jetzt mal überprüfen anhand des Kanuführers, anhand der Flussbeschreibung über die Sieg. Also ich befinde mich hier Schöneck und werde jetzt hier Fahrrad fahren heute, vermutlich 20 Kilometer runter, 20 Kilometer wieder hoch, 40 Kilometer. Ich nehme deshalb den Dog-Trailer mit, damit die Hunde, wenn sie keinen Bock mehr haben, in den Trailer können. Okay, einsteigen. Ich fahre noch ein bisschen weiter hoch zum Parken, wo ich nicht so genau in der Mitte von diesem Parkstreifen stehe. Ja, zur Orientierung, wo ich mich jetzt aktuell befinde, stehen wir hier Kompasskarte zur Verfügung von der Region und vom Deutschen Kanuverband eine Flussbeschreibung der Sieg. Ja, was die Westerwaldkarte betrifft, da nehme ich jetzt die Karte 1. Das ist der Bereich Siegen Naturpark Lahn-Dill-Bergland. Und da befindet sich auch die Sieg drauf und der Ort, wo ich mich hier gerade aufhalte und wo wir nächste Woche auch paddeln wollen. Ja, ich orientiere mich immer auch noch gerne anhand von herkömmlichen Karten, wie ich das 50 Jahre meines Lebens gemacht habe. Und jetzt gucke ich gerade, wo ich bin und was hier so abgeht. Ja, für die Logistik steht mir hier noch mein Tablet zur Verfügung, was ich auch als Navi benutze. Und da schaue ich jetzt einfach mal, wo ich mich gerade befinde und wo hier der Radweg hergeht.
Ja, hier habe ich eine knappe Flussbeschreibung, der Sieg aus dem deutschen Kanuwanderbuch des DKV. Und da kann man sich so ungefähr orientieren und vor allen Dingen wichtig auch ein paar Regeln über Befahrungsverbote. Ja, jetzt werde ich den Hänger zusammenbauen, geht ratzfatz und dann geht's auf den Radweg, auf den Sieg-Radweg in dem Bereich, wo er besonders familienfreundlich sein soll. So, wir sind startklar für diese Exkursion durchs Siegtal. Natürlich ist es auch verführerisch, jetzt gleich schon mal Kanu zu fahren, aber ein Schritt nach dem anderen. Jetzt fahre ich erstmal ein Stück siegaufwärts, weil ich noch nicht den Siegwasserfall entdeckt habe. Der muss hier oberhalb von meinem Parkplatz liegen. Ja, kaputter Wald, soweit das Auge reicht. Vom hohen Westerwald bis in den niederen Westerwald und bis hinunter hier ins Siegtal. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? What does your heart say? Ja, jetzt bin ich hier am Siegwasserfall. Ist zwar nicht furchtbar spektakulär, aber hier oben vom Aussichtspunkt aus sehr schön. Ja, hier ein Aussichtspoint auf den Wasserfall in Schladern. Breite 84 Meter. Entstanden als Siegdurchbruch zur Verkürzung der Siegschleife beim Bau der Eisenbahn. Linie in den Jahren 1857 bis 1858.
hier an diesem ehemaligen Fabrik, jetzt eher so Art Kulturzentrum oder sowas, da sind Parkplätze, die jetzt um diese Jahreszeit sicher wenig benutzt werden. Und dort besteht sicher die Gelegenheit, wenn wir nächste Woche hier unterwegs sind, in unserem Penner-Auto hier zu übernachten, falls wir nichts Besseres finden. Ja, hier befinde ich mich aktuell, Besucherzentrum Siegwasserfall. Hier bin ich hingefahren, hier stehe ich geparkt. Hier ist auch ein günstiger Einstieg zum Kanufahren. Aber der Radweg, der geht jetzt zunächst, mal muss ich in die Stadt wieder zurück, hier über die Brücke und komme dann hierher auf den Lahnweg, den ich Siegweg, meine ich doch Siegweg, den ich jetzt fahren will. Ja, wie man hier sieht, gibt es hier in der Ecke noch allerhand anderes zu tun. Einen Natursteig, Zuweg-Natursteig, Einstieg-Erlebnisweg auch noch. Erlebnisweg-Sieg, Radweg-Sieg, Aussichtspunkt, Naturdenkmal. Also coole Gegend. Prima, dass ich hier mal endlich gelandet bin. Ja, immer wenn ich durch Ortschaften komme, wo es eng werden könnte, da versuche oder da kommt jetzt Fly in den Dock-Trailer, damit mein Gespann nicht zu breit wird. Hartlokal, Klangfamilie, Soul United, kommt das auch noch? Oh Mann, das ist in der Tat ja ein sehr, sehr interessantes Kulturzentrum. Touristinformation gibt es auch noch. Ist noch keiner drin. Doch, ist jemand drin. Bleibt man hier stehen. Bleibt stehen. So, jetzt hier mit dem bin ich auf dem Radweg Sieg. Aber flussaufwärts. Gucken wir mal. Geh. Geh weiter. Geh weiter.
Ja, hier ein schöner Blick runter ins Siegtal, wo ich jetzt gerade hochkomme. Hier geht der Weg Siegtal abwärts, ein bisschen über die Höhe. Und hier ist eine Ausruhbank. Da stoppen wir doch prompt. Ganz schön windig heute, aber schön. Gefällt mir total gut, diese Exkursion hier in diesem Unterrichtsstudio. Ja, hier unter mir fließt die Sieg und man kann auch schwach bei diesem GoPro-Format sehen, wo der Weg verläuft, an dem mein Auto steht. Das sieht man unter 1, 2, 3 grünen langen Stangenbäumchen den roten Kanadier durchleuchten. Der Sieg-Radweg geht hier stark hoch über einen Berg und kommt dann gleich wieder runter an die Sieg und über eine Brücke wieder auf die andere Straßenseite. Nicht Straßenseite, die andere Flussseite natürlich. Ja, Fly war jetzt vorübergehend im Hänger, fängt dann aber an zu murren, wenn sie keinen Bock mehr hat, sondern mitlaufen möchte. Und das finde ich gut. Die Hunde können sich gut mit mir unterhalten. Gute Kommunikation. Kein Hund wird überfordert. Wenn er müde ist, schaut er mich an, geht dann mit Vergnügen in den Hänger. Und wenn er wieder ausgeruht ist, fängt er hinten an zu fiepsen. Das bedeutet, Alter, hol mich wieder raus. Gut, alles okay?
Schön bei Fuß. Bleib bei Fuß. Hallo. Komm. Yeah.